Hallo Freunde, ich möchte euch heute ein Reparaturvideo aufnehmen und zwar von einer Mechanik eines Basses, eines Fünfsaiter-Basses von der Marke Harley Benton. Das Modell heißt HB550. Warte mal, ich schaue nochmal nach. Computer steht neben dran. HB550 Black Progressive. Da ging die Mechanik kaputt. Am Arsch. Hab heute mit dem Support telefoniert. Sehr freundlich und sehr zuvorkommend. Die schicken mir ein Ersatzteil. Aber ich zeige euch jetzt mal, was da kaputt ist. Und zwar diese Schnecke hier. Die war. Na, schaltete scharf. Die war eindeutig überlastet. Na, tut mir leid. Ich mache jetzt da keinen größeren Aufwand mit Videokamera oder so. Das geht alles übers iPhone. Aber man sieht da unten etwas abgeschliffen, sodass man die Farbe des Messings sieht, aus Messing, Metall. Ne? Und hier das Zahnrad, das war auch ganz deutlich angefressen. Hier, da sieht man das. Ne? Sieht man das überhaupt? So. So. Zack. Und okay, jetzt kommt der Rückbau. Ne, Rückbau sagt man, glaube ich, nicht. Der Zusammenbau. Gehäuse. Da steckt diese Schnecke drin. Denkt man schon, dass man es Schnecke nennt. Die kann man entfernen, nachdem man das Flügelrad hier, Flügelrad, also diesen Flügel abmontiert hat. Und das geht folgendermaßen. Ich mache das Ganze natürlich rückwärts. Oh, Trompete. Hier kommt die, ich schätze mal Nylon, auf jeden Fall Kunststoffbeilagscheibe. Dann kommt ein kleiner Federspannring drauf. Sieht man den? Fummel, Fummel. Braucht man gute Nerven. Habe ich ja. Jetzt diesen Flügel da drauf stecken. Da sind so Abplattungen. Das Ganze kann man nicht ganz als Vierkant kann man es bezeichnen, aber an dieser runden Achse wurden eben zwei Flächen abgeschliffen, sodass man jetzt da das genau einpassen kann. Kann man gar nichts falsch machen. So, zack, hängt dran. Sieht man das Ganze? So. Soweit mal zusammengebaut, das sieht man auch. Na, wo ist sie denn? Da in der Ecke unten drin, da. Ach Quatsch, falsche Seite. Entschuldigung. Hier, da sieht man praktisch die Schnecke. Also die Mechanik kann man nicht mehr benutzen, aber ich baue es für euch zusammen, weil ich ein ganz netter. Ach, okay, hier. Flügel weggeflogen. Fummel, Fummel. So, jetzt kommt die Schraube rein. Tschack. Den kann man, ich kann nur empfehlen, einen passenden Schraubendreher zu benutzen, sonst versaut man die Schraube, den Kreuzschlitz der Schraube. Und das sieht man dann sofort, weil die Lackierung ist nicht sehr dick. Und dann einmal abgerutscht, dann sieht man das Messing. Also, ich gehe mal davon aus, alles aus Messing hier. Außer vielleicht dem Gehäuse. So, jetzt dreht sie es mit, aber ich muss ja das nicht so akkurat zusammenschrauben, weil es wird eh weggeschmissen. So, und jetzt kommt das Zahnrädchen rein. Zahnrädchen rein. Zack, so. Kann man ein bisschen schütteln, dass es in die richtige Position bewegt. Dann haben wir hier auch Abplattungen an diesem Dorn, wo dann die Seite aufgewickelt wird. Hier wird dann die Seite aufgewickelt. War ganz schön anstrengend. Man muss immer gucken, ob man auch den Fokus und das Objekt der Begierde im Zentrum hat. So. Zack. Wird hier reingesteckt.
Kommt noch mal. Ja, so. Beilagscheibe steckt noch drauf. Habe ich nicht. Muss man nicht wegnehmen. So, Fummel, Fummel. Zack. Hat sich schon in die richtige Position bewegt. Weil die Ablattungen des Dorns müssen natürlich in die Aussparung des Zahnrädchens rein. Dann kommt, da habe ich jetzt einen größeren Schraubenzieher, wie gesagt, das sollte, also hier drin wäre es nicht so wichtig, wenn man die Schraube, wenn man da abrutscht, da sieht man ja nichts. Ne? So, also hier, so, muss ich auch nicht richtig festschrauben, weil es ist im Prinzip Abfall. So, leicht festgeschraubt. Und damit das Ganze etwas geschützt ist vor Staub und so weiter. Man kann da natürlich auch und empfehle ich auch ein Klumpen Fett rein, zack, und dann wird das Ganze geschmiert. Ist aber nicht so existenziell wichtig, weil die haben ja gerade das Metallmessing genommen. Das ist eigentlich ausreichend schön weich und schmiegt sich schön an und bla bla. Könnt ihr selber mal schauen, bei Wikipedia steht vielleicht über Messing was drin. Also Messing ist kein Element, ne? Sondern eine Legierung aus, bevor ich jetzt was Falsches sage, halte ich lieber meine Klappe. Jetzt kommt dieses Blättchen da drauf, dieses Blättchen. Und da wusste ich zuerst nicht, wie ich das dann wegkriege. Aber die Lösung war ganz einfach. Ich habe Neodym-Magnete. Die benutze ich zum Festklemmen der Noten meiner Gitarrenschüler, Bassschüler, Gitarrenschüler. Okay, hier und dann mit dem Neodym-Magnet einfach da drauf. Zack, kann man das Plättchen abnehmen. Sollte das Ganze etwas widerspenstiger sein, kann man Sekundenkleber nehmen und dann weiß der Teufel, irgendwie Schraubenzieher oder Schraube, eine umgedrehte Kreuzschlitzschraube. Die Dinger, die sind echt wahnsinnig stark. Man muss aufpassen, also ich mache jetzt kein Video über Neodym-Magneten, aber die sind sehr spröde. Wenn man die einmal so plack loslässt, damit die so hinflutschen, was meine Schüler gerne machen, dann bricht da eine Kante ab. Und die sind nicht ganz billig. Ne? Ein Magnet, 1000 Euro. Nee, Spaß. 5 Euro vielleicht oder sowas. Ne, weg. So, Mechanik zusammengebaut. Leider nicht mehr zu gebrauchen. Aber das Musikhaus Thomann, ich kann das ja jetzt echt nochmal sagen, die sind wirklich total freundlich und war unkompliziert und die schicken mir eine Ersatzmechanik. Muss auch dazu sagen, der Bass, die Bassgitarre hat noch Garantie. Und HB, ne, B550 Progressive Line oder wie das Ding heißt, 5 Seiter aktiv. Kann man umschalten von passiv aus auf aktiv. Mache ich ein Review-Video über diesen Bass, den ich empfehlen kann, bis auf die Mechanik hier. Ne? Und so, genug gelabert. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Tschüss, Peace and Love.